Ja, hallo zusammen. Nach längerer Zeit endlich mal wieder ein Video. Leider nur ein sehr kurzes. Ich habe im Moment einfach ganz wenig Zeit. Aber ich dachte, ein paar Tricks kann ich euch mit auf den Weg geben. Ja, heute Tricks, das ist das Stichwort. Ich habe bei den Malkursen einige Erfahrungen gemacht, die ich jetzt weitergeben möchte und habe auch durch Abonnenten von meinem Kanal noch den ein oder anderen Tipp bekommen, den ich jetzt ja auch multiplizieren möchte. Und wir steigen einfach mal ein mit Trick Nummer 1, und zwar für die Leute, die faul sind und sagen, ich habe keine Lust, immer einen Teller sauber zu machen. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich einfach eine Frischhaltefolie über den Teller ziehen. So, und jetzt könnt ihr die Farbe da drauf geben. Und wenn ihr fertig seid, wird die Frischhaltefolie einfach zusammengeknotet und weggeschmissen. So, und da muss man nichts mehr sauber machen. Was man natürlich auch machen kann, wenn man Farbe übrig hat, dann kann man das, wenn man es so macht, wie ich es gerade gemacht habe, dass man halt sehr viel Folie nimmt, dann kann man die Folie wieder hochklappen, zusammendrehen und dann hält die Farbe halt nur ein paar Tage. Das war Trick Nummer 1. So, Trick Nummer 2. Da geht es ums Mischen. Und zwar, da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass Anfänger häufig zwei klassische Fehler machen. Wenn ich denen sage, so, jetzt mischt es meine Farbe an, sagen wir, wir haben jetzt Gelb und das soll ein bisschen dunkler werden, das machen wir mit der Komplementärfarbe, mit Violett, dann nehmen die da so einen richtig fetten Brocken davon und hauen den da in das Gelb rein und wundern sich dann, dass das immer noch Violett ist. Also wenn ihr mischt, dann gilt die einfache Regel, ihr nehmt die Farbe, die weniger Farbstärke hat, also in dem Fall ist Gelb, und gebt die andere dazu in kleinen Mengen dazu. Wenn ihr meine Videos angeschaut habt, dann habt ihr schon oft gesehen, dass ich dann gesagt habe, so, und jetzt nehmen wir ganz wenig, ne, dann gehe ich mit dem Pinsel rein und so, jetzt muss ich mal die Hand davor halten, damit man es auch sieht, und da ist fast gar nichts von dem Violett dran, aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann dunkelt es mein Gelb sofort ab. Ja? Noch mal ein bisschen nehmen und so könnt ihr das halt wesentlich besser kontrollieren und steuern, wie dunkel ich das dann schlussendlich haben möchte. Ja? So, und das war also Trick Nummer 2. Die hellere Farbe sozusagen nehmen oder die halt weniger deckend ist und mit der anfangen und die andere vorsichtig dazugeben. Und den zweiten Fehler, den Anfänger machen, das kann ich auch mal vorführen, also ich habe ja schon gerade gesagt, dass sie dann so buff, so reingehen und dann so mischen und dann so, und dann sage ich, jetzt sollen sie vorsichtig die Farbe auftragen, dann haben die den ganzen Pinsel voll Farbe. Ja? So. Und wundern sich dann, dass sie, wenn sie dann malen damit, das nicht gesteuert kriegen, dass es so ein Gekleckse gibt. Ja? So, da gilt halt die Regel, lieber weniger als mehr. Wenn ihr so viel Farbe auf dem Pinsel habt, dann nehmt ihr euch einfach ein trockenes Tuch, klappt es zusammen, drückt richtig fest und zieht den Pinsel einmal durch. Das macht ihr vielleicht nochmal. So, und jetzt ist der richtig schön sauber. Ja. Es ist noch ein Restfarbe drauf, das kann man hier sehen. Ja. So kann man den Farbauftrag bei der Trockentechnik verwenden. Also ich nehme fast gar keine Farbe auf dem Pinsel, wenn ich so in Trockentechnik rubbel. Gehe einmal mit dem Papier über den Pinsel drüber und habe dann so wenig Farbe, dass ich steuern kann, wie viel Farbe ich drauf kriege auf meine Leinwand. Ja? Und nicht, dass ich dann so ein Gekleckse kriege, und das ist keine Trockentechnik, das ist Matsche. So, das war jetzt Trick Nummer 1, 2, 3, eigentlich sogar schon 4, weil ich euch auch das mit der Trockentechnik nochmal kurz gezeigt habe. Genau. Und dann käme Trick Nummer 5. Da geht es darum, wenn ich mit dem Flachpinsel arbeite und ich möchte dünne Linien zeichnen, dann höre ich immer wieder von Anfängern, ah, ich schaffe das nicht mit den dünnen Linien, bei mir werden die immer total dick. Der Grund ist natürlich, dass sie viel zu viel Farbe drauf haben. Ja? Ihr kennt den Trick vielleicht aus anderen Videos, er setzt den Pinsel senkrecht auf, nimmt vielleicht einen kleinen Finger zur Stütze und führt den Finger, den Pinsel einfach in eine Richtung runter, und dann habt ihr normalerweise einen schönen schmalen Strich. In dem Fall ist es ein richtig fetter Strich geworden. Ja, was mache ich denn jetzt? Also erstens mal ist es eigentlich der gleiche Trick. Ich nehme wieder mein Papier
klapp's wieder um, drück wieder feste. So, und jetzt habe ich Folgendes erreicht. Wenn ihr euch jetzt mal den Pinsel von vorne anschaut, dann seht ihr, dass der vorne jetzt richtig schmal ist. Ja? Ich forme den Pinsel. Dazu muss er natürlich feucht sein. Das heißt, wenn ich einen ganz frischen Pinsel habe, dann müsst ihr den einmal kurz in Wasser eintunken und dann macht er das nur mit Wasser, nicht mit Farbe, und formt er den. Und dann hat er diese Spitze. So, und jetzt kommt halt der Trick. Jetzt, der Trick Nummer 3 war ja, wenig Farbe aufzunehmen. Das macht er jetzt auch. Ihr nehmt den Pinsel und führt den relativ parallel zu eurer Palette und nehmt nur ganz wenig Farbe auf. Der muss ja im Prinzip nur vorne Farbe haben. So, meiner, der spreizt hier leider ein bisschen. So, das müsste jetzt gehen. So, und wenn ich ihn jetzt... Nee, der spreizt. Das ist so ein ganz weicher Synthetikpinsel. Mal gucken, ob ich das hinkriege damit. Ich hole mal eben einen anderen Pinsel. So, jetzt habe ich einen frischen Pinsel. Der ist ein bisschen fester vorne in der Borste. Ich forme den jetzt. Ich habe den jetzt gerade in Wasser eingetunkt. Ich forme ihn. Nehme jetzt wenig Farbe auf. So, und der ist jetzt wirklich vorne richtig scharf. Ja. Kann man gut sehen. Nehme wenig Farbe auf. Setzen auf. Mal gucken, dass es in der Kamera ist. So. Und jetzt kann ich meine dünnen Striche machen. Ja? Und nicht dieses Ding hier. Gut. So, für den letzten Trick muss ich eben mal umbauen. Da sehen wir uns gleich wieder. Okay, der letzte Trick, den kennt vielleicht einige von euch, weil der tourt in YouTube auf X-Videos herum. Ich hoffe, dass es funktioniert. Erstaunlicherweise hat es bei mir öfters nicht geklappt. Und zwar ist es die Verwendung von Alkohol in der abstrakten Malerei, weil ich nämlich jetzt langsam auch Richtung abstrakt gehe. Dachte ich mir, bringe ich mal in die Richtung was. Man kann es aber auch schön als Hintergrund für gegenständlich hernehmen, also halbgegenständlich. Und zwar nehmt ihr dazu eine Farbe. Ich habe jetzt Violett genommen, weil man es halt im Kontrast gut sehen kann. Und vermischt die Farbe mit viel Wasser. Und das ist wichtig, dass er viel Wasser nimmt. Muss richtig flüssig sein, die Farbe. Und ihr müsst Wasser nehmen, mit irgendeinem Medium oder so. Es gibt ja auch so Fließmedien. Bitte nicht, sondern einfach nur Wasser. So. Und dann trage ich meine flüssige Farbe auf einer Leinwand auf. Ich opfere heute eine Leinwand für euch. Ist in diesem Fall ein kleines Opfer, weil es nämlich eine verzogene Leinwand ist, so eine Billigleinwand. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob es funktioniert. Solange die Farbe noch nass ist, nehmt ihr einfach Brennspiritus, das ist die preiswerteste Art, an Alkohol zu kommen. So, ja, wunderbar. Seht ihr, was da passiert? Da kriegt man die total geilen Effekte. Wenn man das jetzt trocknen lässt, also man kann es, ich zoome mal ein bisschen ran. Wo ist mein Zoomer? Zoomer, wo bist du da? So, das kann ich jetzt trocknen lassen. Und ich kann in einer zweiten Farbe nochmal mit viel Wasser drüber gehen, dann habe ich einen Lasureffekt. Ja. Also wenn man mehrere Schichten dünner Farbe übereinander legt, nennt man das Lasieren. Dann kann ich dann nochmal drüber gehen und kann dann total interessante Effekte machen, kann dann nochmal mit Alkohol und dann kriege ich dann viele verschiedenfarbige Kreise. Das sieht echt cool aus. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre eine hellere Farbe, weiß ich, ein Orange, ja, ein schön kräftiges Orange und ihr erzeugt es, dann könnt ihr dann eine Wüstenlandschaft oder, keine Ahnung, einen brennenden Sonnenuntergang, da kann man ganz tolle Effekte damit erzeugen. Macht richtig Laune. Okay, das waren meine, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Tipps, glaube ich, waren es. Oder waren es sogar 7? Ist ja egal. Gut, in jedem Fall ein paar kleine Tipps und Tricks. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns demnächst beim hoffentlich nächsten Video wieder. Tschüss.